Wenn du schon mal Probleme hattest mit Lebensmittelmotten, dann zeige ich dir jetzt, wie wir Gärtner das clever lösen. Als erstes sollte dir bewusst sein, dass du in der Regel gar nichts dafür kannst. Im zweiten Schritt solltest du dann solche Karten hier besorgen. Das sind Karten zum Monitoring, daran kleben die Tiere fest, um herauszufinden, ist ein Befall vorhanden. Befallenen Lebensmittel im Bereich solltest du entsorgen. Alle anderen Lebensmittel luftig verpacken und den Bereich besonders gut reinigen. Und jetzt kommen wir zum gärtnerischen Teil. Du solltest jetzt im Abstand von 3 Wochen 3-mal Trichogamma Schlupfwespen bestellen. Doch bevor du jetzt Panik bekommst, weil du Wespe hörst, das hat nichts mit den Wespen zu tun, die du so aus dem Alltag kennst. Diese Wespen sind für dich fürs menschliche Auge nicht sichtbar und sie stechen natürlich auch nicht. Was sie hingegen tun, ist die vorhandenen Motten parasitieren und zum Absterben zu bringen. Und nach dem Nützlingseinsatz ist deine Wohnung auch garantiert wieder mottenfrei.